Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, und wie ihr seht, ein richtig tolles Schätzchen. Manchmal findet man sowas, muss man einfach mal die Augen offen halten. Das ist eine tolle Rinde, die ist in etwa 70 cm lang und knapp 30 cm in der Tiefe. Und da kann man richtig toll was mit anfangen. Für draußen eher geeignet als für drinnen. Ich glaube, da sind so einige kleine Bewohner mit bei. Aber es soll eh nach draußen gestellt werden. Dieses Video ist schon ein paar Tage älter, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ich finde, es passt noch so richtig schön in den wunderbar tollen goldenen Herbst, den wir jetzt gerade haben. Ich habe mir meine Heide, ja, den Topf fand ich jetzt nicht so hittig schick, einfach nur in Backpapier so ein ganz bisschen eingeschlagen, um ja, dieses Töpfchen, Untertöpfchen zu verdecken, zu verstecken. Ihr könnt natürlich auch einen anders geeigneten Übertopf nehmen. Schaut ihr einfach, was ihr habt. Die Aufnahme ist nicht ganz so toll von der Belichtung. Ja, das habe ich draußen auf dem Campingplatz noch gemacht, bevor wir abgebaut haben. Und genau, ich hatte dann hier noch ein bisschen Makrameeband über. Ihr könnt aber auch schon schauen, was ihr nehmen möchtet, nehmen wollt. Und habe damit das Backpapier einfach ein bisschen befestigt. Ja. Bin mir nicht sicher, habe ich einen Knoten oder eine Schleife gemacht. Ja, einen kleinen Knoten. Und das reicht eigentlich auch schon. Ja, und dann gehe ich her und nehme so ziemlich die Materialien, die man draußen so findet, Naturmaterialien natürlich, wie Moos, Ahorn, Ahornblätter, Zapfen, Lärchenzapfen sehe ich, habe ich da liegen. Und ja, der Baumstamm, also der Baum, die Rinde, bietet mir natürlich ein tolles Tablett, um richtig viele tolle Sachen darauf einfach nur aufzulegen. Hier habe ich einen kleinen Kranz aus Birkengeäst gedreht, gewickelt. Ja, und da ist auch schon der erste Kürbis, hat auch schon der erste Kürbis am Plätzchen gefunden. Ja, und jetzt einfach nur ein bisschen Moos auslegen. Wie gesagt, ihr schaut einfach, was ihr findet, was ihr habt. Ein kleiner Waldspaziergang reicht eigentlich schon. Und man findet tolle Dinge. Ja, LED-Kerzen finde ich immer richtig klasse, immer treffend. Wenn ihr dieses mit solchen Kerzen nach draußen stellt, wird hier einfach auch ein Windlichtglas, vielleicht auch mit einem Abschluss oben. Und dann könnt ihr auch wunderbar diese LED-Kerzen nach draußen stellen. Ja, das Ganze kleide ich jetzt ein wenig aus mit Moos, Blättern, wie gesagt, all das, was man draußen, ja, was am draußen so zu Füßen liegt, kleine süße Zapfen und ja, da habe ich auch schon den zweiten Kürbis. Den fand ich vom Wuchs her so genial, richtig schön. Und auch der Kontrast, jetzt sieht man ihn leider nicht ganz so, aber in den Abschlussbildern, wie immer, zeige ich ganz zum Schluss alles noch einmal im Vollbild. Dann kann man den Kürbis auch noch ein bisschen besser erkennen. So, jetzt geht das Ganze mal ein bisschen zackiger. Ich habe noch hier und da einen Kürbis aufgelegt, die Zapfen ins Spiel gebracht und einfach das Ganze, die ganze Rinde, ich habe eben das ganze Geäst sagen wollen, aber die ganze Rinde ausgekleidet mit, ja, Blättern, die einem gefallen und noch kleine Zapfen und, ja, Ahorn sehe ich gerade. Also da tobt euch gerne aus und der Clou an der ganzen Sache, es kostet fast nichts. Die Kürbisse, gut, aber die sind sehr erschwinglich auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt, die Heide. Und wenn man das irgendwann, das ganze Gesteck irgendwann abbauen möchte, kann man die Heide sehr gut noch in einem Kübel setzen und hat lange seine Freude daran. Wobei man auch sehr lange an diesem Gesteck seine Freude haben kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spazierengehen, beim Einsammeln eurer Materialien. Ganz viel Freude
oder viel Spaß beim Zusammenstellen eures, ja, eure, beim Austoben eurer Kreativität und ja, ganz viel Freude daran. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns ganz, ganz bald ganz einfach wiedersehen. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.